Gott, Leute, ich habe das Problem endlich gelöst. Bei OBS kann man sich ja sozusagen für verschiedene Aufnahmeprofile anlegen. Je nachdem, ob man halt Bildschirmaufnahmen machen will, Tonaufnahme und so weiter. Bei der Tonaufnahme der Announcements, die ich immer am Anfang gemacht habe, habe ich ein anderes Profil verwendet als bei der eigentlichen Aufnahme des Spiels. Und bei der Spielaufnahme habe ich halt leider aus Versehen mein Headset-Mikrofon benutzt und nicht das neue Mikrofon, das ich zu Weihnachten bekommen habe. In diesen nächsten zwei Folgen ist es leider immer noch ein bisschen scheiße. Tut mir leid. Leute, aber danach ist es dann natürlich wieder besser. Tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Surviving Mars. Ja, es war jetzt hier ein bisschen Pause, einen Tag. Tut mir leid, Leute. Ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, aber jetzt ist es hoffentlich wieder in Ordnung mit dem Ton von mir. Ich habe gerade noch ein bisschen mit der Audio vom Spiel an sich rumgespielt und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, Leute. Wie gesagt, ich nehme die Folgen jetzt allein ein Stück auf. Das heißt, es ist dann jetzt nur noch eine Folge. Ein bisschen scheiße. Die ersten zwei Folgen habe ich an einem Stück aufgenommen. So, ja, Leute, heutiger Plan ist, ich wollte noch eine zweite Kuppel machen. Dafür fehlen uns aber noch ein paar Polymere. Deshalb wir einfach mal eine Nachschubkapsel am besten holen. Und dafür, ja, holen wir uns einfach mal hier 15 Polymere. Alter, sind die teuer. Sie sind die so teuer. Und vier Drohnen, ja. Warte, nein, das ist eine Rakete. Für eine Nachschubkapsel. Ach so, wird die Nachschubkapsel dann von der Rakete abgeworfen oder wie soll ich das jetzt verstehen? Keine Ahnung, Leute. Dann mal los mit der Kapsel. Nachschubkapsel unterwegs zum Mars. Perfekt. Vier Drohnen und 15 Polymere. Aber wir können die Kuppel ja schon aufstellen. Oh, eine Mikrokuppel braucht keine Polymere. Das ökonomische Kuppeldesign bietet nur sehr wenig Wohnraum und hat keinen Platz für eine Spitze. Ja, das ist wirklich viel. Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel Wohnraum. Erforsche Feuchtigkeitszurückgewinnung. Alter. Das hat ja echt alles. Aber da ist halt wirklich alles drin. Und ich habe gerade gesehen, zu weit von einem Drohnenkommandanten entfernt. Und ich hätte gern, dass die Kapseln so direkt nebeneinander stehen. Die Kapseln. Die Dingsies hier. Wie dreht man nochmal? Mit der T-Scheibe. Okay. Kann man die auch direkt aneinander stellen? Egal. Ist hier ein guter Ort? Passiert noch irgendwas hin? Hier passt nichts hin. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir das Ding einfach mal so hier hin. Und bevor jetzt irgendwas gemacht wird, können wir da schon was machen? Nee, brauchen wir erstmal an sich eine Kuppel für. So, jetzt brauchen wir noch die ganzen Lebenserhaltungssysteme. Wie viel verbraucht denn so eine Kuppel? Hallo, weg damit. Wie viel verbraucht denn so eine Kuppel? Ach du Scheiße. Obwohl wir. Ja, wir haben genug. Wasser haben wir halt. Hier gespeichertes Wasser habt ihr gerade gesehen, 30 Stück. Das ist ganz in Ordnung. Und ach so, guck mal. Kapsel kann schon landen. Dann lande mal hier Kapsel, automatisch speichern. SETI-Satellit starten. Was ist das? Können einen Satelliten starten? Was ist denn hier alles los? Lyngrass Project. Wieso sind hier so viele Projekte? Und wieso weiß ich nicht, was das ist? Uff, es braucht Elektronikteile da. So, Kapsel, komm an. Schick. Na? Yay, und gelandet. Oh, was passiert hier? Lol. Okay, kippt erstmal um. Die Überreste einer Nachschubkapsel kann wohl Ressourcen zerlegt werden. Ach so, dann schlachten wir das Ding mal aus. Wow. 5 Metall, das ist ja mal gar nichts. Aber ja, hier haben wir die ganzen Polymere drin. Ich weiß gar nicht, ob dafür im Universlager überhaupt genug Platz ist. Obwohl, ja doch, da ist genug Platz. Und da werden noch die ganzen Ressourcen reingeworfen. Beschleunige mal wieder. Drohnen. Packt alle Sachen hier aus.
alle Metalle und so weiter und so fort. Was machst du für ein gesteuerter Erkunder? Haben wir hier irgendwo eine Anomalie? Sieht nicht danach aus. Egal. Das ist die Premium 1. Man kann die umbenennen. Kann ja nicht alles umbenennen. Wie soll man das nennen? Kennt ihr die Stadt Glasgow? Die liegt in Schottland. Und normalerweise wird die, soweit ich weiß, so geschrieben. Aber jetzt, weil wir witzig sind, einfach Glasgow. Gau. Versteht ihr? Wegen Glas, Kuppel, witzig? Aha. Nein? Okay. Da liegen immer noch Polymere rum. Und guck mal, alle Polymere sind drin. Jetzt fehlen nur noch ein Metall und ein bisschen Beton. Ach du Fuck. Was ist denn das für ein Betonstapel hier? Uff. Die Polymere und das Metall einfach so ganz dazwischen gelegt. Lol. Ich hoffe, mit der Wasserversorgung an sich läuft es ganz gut. Ansonsten. Ja, wann erforscht man das denn? Mit dem Wasser. Wasserrückgewinnungssystem reduziert den Wasserverbrauch innerhalb der Kuppel drastisch. Na, das ist schon ganz gut. Was ist denn das? Ja, stimmt. Erforscht Polymer-Sachen und alles. Das ist natürlich ganz praktisch. So, Leute, jetzt baut mal alle hier die Kuppel. Hallo. Okay, cool. Jetzt haben wir eine zweite Kuppel. Erstmal ohne Lebenserhaltungssysteme, aber egal, Leute. So, ich hätte gerne einen geraden Durchgang. Sieht ein bisschen all aus. Von hier geht das gar nicht. Da machen wir es halt so. Sieht auch ganz in Ordnung aus. Und dann können wir auch gleich mal diese Durchgangsrampe ausprobieren. Kuppeln ohne Lebenserhaltung. Da lebt doch auch niemand drin. Muss doch gerade erstmal keinen interessieren. Das Kabel legen wir dann einfach auch mal direkt da durch. Die Rohre legen wir dann einfach mal daran vorbei. So. Perfekt. Dann baut mal alles auf, meine Lieben. Ey, jetzt kann man die Drohne nochmal im Vergleich zu Menschen sehen. Nee, kann man nicht, weil hier niemand ist. Doch. Ach du Scheiße. Guck mal, da ist ein Mensch. Und da ist eine Drohne. Nee, da noch besser. Hey Junge, da könntest du halt echt einen Menschen reinsetzen, so groß sind die Dinger. Kein Wunder, dass sie so teuer sind. So, jetzt wird der Durchgang gebaut. Denn der ist auch wichtig. Denn ich hätte gerne hier so ein richtig schönes Kuppelsystem. Lagerbestand niedrig. Jetzt haben wir minus 2 Wasserverbrauch. Hoffentlich. Obwohl, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus mit dem gespeicherten Wasser. Die Evaporatoren kommen ganz gut hinterher. Jo, will das nicht sehen. So, perfekt. Jetzt haben wir den Durchgang dort. Und eigentlich, die Kuppel hat komplett Lebenserhaltung. Ja, dann kann da eine Wohnanlage rein. Was haben wir hier noch alles drin? Forschungslabor, natürlich. So, rein damit. Am besten machen wir es alles mal im Pausenmodus. Oh, Polizei! Sie haben mich gefunden. Ich würde nochmal eine Bar hier hinklatschen. Stimmt, eine Krankenstation. Die ist halt zur Geburt des ersten Kindes nötig. Was hier mal ganz praktisch wäre. So, dann noch ein Lebensmittelgeschäft hier hin. Und da ist die Lebenserhaltung, brauchen wir natürlich noch eine Hydrokulturfarm. Und ist hier noch irgendwas, was wir noch nicht haben? Die Kindertagesstätte. Macht doch gar keinen Sinn ohne die Krankenstation. Ja, Kindertagesstätte. Wo ist denn das? Stimmt, das war hier. Da. Perfekt. Drehen. Und da klatschen wir einfach noch ein bisschen Dekoration hin. Gassen. Gut Übersetzung. Kleine Gasse können wir auch direkt dahin klatschen. Obwohl der Weg ist nicht damit verbunden. Dann machen wir einfach. Oh,
Garten ist irgendwie größer als ich dachte. Wie groß? Kann man hier irgendwo sehen, wie groß die Sachen sind? Muss da wirklich. Ach doch, kleiner Garten da. Perfekt. Und dann haben wir wieder mal zwei Slots frei, genau wie bei der anderen Kuppe. Hier würde ich gerne einen Teich mal hinklatschen. Ein Teich. Ach du Scheiße, alle Drohnen legen hier einfach los. Oh. Oh. Ja. Unsere Wasserproduktion ist am Arsch. Okay, ich hab unterschätzt. Ich hab's unterschätzt. Ja, wir brauchen jetzt halt Fertigbauten. Aber das richtig schnell. Nachschubkapsel, Fertigbauten, bitte. Was erzeugt ihr? Erzeugt Wasser, ja genau. Mache ich aber direkt mal zwei davon. Nicht starten, geht das nicht? Wieso nicht? Zurück? Doch. Zwei Fertigbauten. Okay. Ja, starte mal, Falcon. Bitte komm schnell an. Wir brauchen dich. Lagerbestand niedrig, Wasser. Und elektronische Geräte brauchen wir jetzt auch schnell. Okay. Wie soll die Hydrokultur fahren? Die hat eine hohe Priorität. Sorry, da darf was anderes kein Wasser haben. Dehydrieren. Die Kolonisten drohen zu dehydrieren. Wenn wir ihr Leben retten wollen, müssen wir schnell eine Lösung finden. Was ist eine lebenswichtige Flüssigkeit für jedes Lebewesen? Ach echt. Der menschliche Körper benötigt ständigen Zugang zu frischem, trinkbarem Wasser. Sollte das nicht gewährleistet sein, verstecht sich der Zustand rapide. Deshalb ist die Gewinnung von Wasser einer unserer größten Prioritäten. Tipp, Kolonisten mit dem Status dehydriert haben keinen Zugang zu Wasser und werden innerhalb kürzester Zeit sterben. Verbinde ihre Kuppeln mit funktionierenden wassererzeugenden Gebäuden oder gefüllten Wassertürmen, um sie mit Wasser zu versorgen. Leute, was sollen wir tun? Wir müssen schnell was machen, sonst sterben unsere Kolonisten. Ach so. Okay, dann sollen wir halt erstmal keinen Treibstoff. Ist ja nicht schlimm, ne? Das ist gut. Glasgow und die beiden Kuppeln hier allgemein haben halt hohe Prioritäten. Ja, deswegen lieber die Treibstoffraffinerien kein Wasser geben als inaktive Extraktoren. Wieso? Ist das Vorkommen? Das Vorkommen ist leer. Oh, das ist jetzt natürlich schlechter Zeitpunkt, ne? Egal. Schlachtet das Ding aus. Wir haben jetzt zwar kein Betonvorkommen, aber dafür haben wir... Oh, das Ding ist da. Schnell. Dafür haben wir aber ordentlich Beton. So, Leute. Jetzt haben wir die Vaporatoren und die müssen wir jetzt wirklich schnell hinsetzen. Es sei denn, wir wollen, dass unsere Kolonisten sterben. Und das wollen wir natürlich nicht. Überhaupt nicht. So, komm. Perfekt. So, jetzt schnell bauen. Na, 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 na. Alarm. Wir brauchen schnell Wasser. Sonst sterben die Kolonisten weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Okay. Okay, die erzeugen scheinbar alle nicht. Mach das Beste draus. Der Aufbau einer neuen Heimat auf einem fremden Planeten setzt zweifellos Enthusiasmus voraus. Wichtig ist eine Aufgabe, der größte Antrieb. Seit Ankunft auf dem Mars ist Olivia Pierce sogar für einen Gründer überdurchschnittlich enthusiastisch und produktiv. Doch dafür gibt es eine einfache Erklärung. Olivia Pierce liebt es, das zu tun, was Olivia Pierce tut. Wow. Tipp. Der Gründer Olivia Pierce hat die Eigenschaft Enthusiast. Der Gründer. Wunderbar. Ansehen, das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist die richtige Einstellung. Was ist mit dir los? Nicht genügend Wasser? Der Lagerraum ist voll. Ach du Scheiße, haben wir. Jo, wir haben dezent viel Treibstoff. So, ihr Drohnen. Ach du Scheiße. Nee. Wieso haben wir so viel Treibstoff? Ach du Kacke. Wir können ja 10.000 Raketen auf einmal aufladen. Das brauchen wir aber alles gar nicht.
Oh, stimmt, wir müssen neue Kolonisten holen. Wieso? Ach so, wie lange? 4 Souls noch? Ist das dein Ernst? Wir müssen noch 4 Souls warten. Menno. Ja, wie kriegen wir denn jetzt die Mülldeponie weg? Sind die jetzt für immer da? Und wir haben immer noch kein Beton. Und unser Betonverbrauch? Ja, ist halt hoch, ne? Anomalie. So, Erkunder, dahin bist du eine Weile unterwegs. Oh, das ist wirklich weit weg. Ja, und wir haben ja auch 2 Wasservorkommen. Einmal 10.000 und einmal 12.000. Das ist durchschnittlich die Qualität. Jo, die Wasservorkommen scheinen groß zu sein. Aber wann kriegen wir endlich die Shuttles? Ich will die Shuttles. Was haben wir da freigestellt in der Polymerfabrik? Produktion. Edelmetallextraktor. Ja, das brauchen wir auch, um halt Geld zu kriegen. Da ist eine Polymerfabrik. Arbeiter 18? Was? What? Aus Wasser und Treibstoff. Hey, sorry, da muss ich ja hier alles abreißen, rein theoretisch. Ne? Was brauchst du, elektronische Geräte? Ja, tschüss damit. Wir haben 12 Arbeitsplätze dort. Ja, die bieten halt gegenseitig Dienstleistungen an, ne? Da muss ich die Kindertagesstätte leider auch wegmachen. Es tut mir leid. Hallo? Löschen? Bitte lösch die Anlage. Was machen die da? Holen die Rohstoffe ab? Scheinbar. Ach, Menno. Haben wir denn da genügend Dienstleistungen? Geboten sind erlaubt, durch den Verarbeitungsnutzen. Steht hier irgendwo, ob die Dienstleistungen gut erfüllt sind? Ich will die Polymerfabrik hier rein. Außengebäude? Da arbeiten Menschen? Okay. Na, trotzdem, ich pack's einfach mal dahin. Egal. Oh, hat sich nicht verbunden. Komm. Binde dich. Ach so, hat sich schon längst verbunden. Ups. Weg damit. Wir haben keine Forschung. Pilzfarm. Ach so, dann kriegen wir neue Möglichkeiten, um Essen zu forschen. Neues Gebäude, Apartments. Ein Wohngebäude zur Unterbringung vieler Kolonisten. Was ist denn das hier eigentlich? Extratoren-Upgrade. Ach schon. Transporter. Dann machen wir mal das. Ingenieure und Geologen. Ja. Machen wir das alles einfach mal. Und warten, bis dieses kacke Gründerstadium mal endlich fertig ist. Ach, Leute. Unsere Kolonie wächst auf jeden Fall. Und ich gucke gerade von der falschen Seite drauf. So. Anomalie analysiert. Was ist passiert? Einsatzleitung Lok Nummer 11. Unsere Scans bleiben anfangs erfolglos. Doch nach einigen Anpassungen sind wir auf ein Ergebnis gestoßen. Die eigenartige chemische Zusammensetzung des Regolits in der Nähe des Anomaliestandorts hat unsere Datensammlung effektiv verhindert. Puh, was für ein Satz. Nachdem wir unsere Scan-Technologie aufgrund unserer neuen Entdeckungen umfunktioniert und verbessert haben, wurden wir mit einer unerwarteten Überraschung belohnt. Du deckst ein großes Wasservorkommen auf. Wow, da sind doch schon 2. Wen juckt's? 20.000. Das ist viel. Ernsthaft, ist hier jetzt ein Edelmetallvorkommen? Nee, ist einfach nur Metall. Wow. Wen juckt's Forschungsstätte? Da hinten? Wen juckt's? Was ist denn hier los? Und ich würde sagen, ich will mal die Orbitalsonden alle benutzen. Wir haben ja Edelmetalle direkt in der Nähe. Und wieso scanne ich eigentlich die Sachen, die weit weg sind? Es macht keinen... LOL, wir haben Edelmetalle einfach direkt hier. Wie geil. Wir können anfangen zu exportieren. Boah, wir brauchen so viele Arbeiter. Coupled Services. Wie viel kostet eine Wohnanlage? Beton einfach nur.
Ja, würde ich sagen, machen wir einfach nochmal eine davon. Und das war's dann auch schon für diese Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, mit der Audio hat alles geklappt. Wahrscheinlich wieder nicht. Ich baue noch ganz kurz das Rohr für diese Leitung hier. Für die gute alte Polymerfabrik. Hoffentlich war es jetzt nah genug dran. Nah genug dran an hier. An der Kuppe, damit da Leute hin können. Lol, da arbeitet schon jemand. Ist das denn genug? Falsche Arbeitsplatzspezialisierung. Wieso arbeiten Geologen in der Polymerfabrik? Ich verstehe es nicht. Egal. Dann arbeite da einfach mal. Ja, dann machen wir einfach mal ein Polymerdepot. Damit die ganzen Polymere da rein können. Und hier streichen wir dann einfach mal die Polymere. Raus da. Ernsthaft, sind die jetzt schon wieder... Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wir brauchen schon wieder ein neues Treibstoffdepot. Oh Mann. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, Leute. Tschüss.